Es ist ja auch im Prinzip anders. Ne? Aber mal gucken. Wird bestimmt super. Und wenn nicht, mal gucken. Also mal gucken, ob ich mich überhaupt selbst dazu überreden kann, so ein Hardcore-Minecraft-Let's Play zu starten. Je nachdem, wie ich lustig bin oder sowas, muss ich mal gucken. Weiß ich aktuell alles noch nicht. So, jetzt habe ich mir ja hier so ein bisschen was gemacht. Und was ich noch bräuchte, wäre theoretisch nochmal einen zweiten Wassereimer. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo Wasser rauskriege. Nee, ne? Dann müsste ich theoretisch da oben die Wasserquelle einmal abknipsen. Einmal so. Kommt dann gleich wieder hin. Keine Panik für alle Wasserfreunde da draußen. Machen wir uns einmal hier so einen Brunnen. Einfach weil... Darum. Kommt das hier so hin. Zack. Kommt das da wieder rein. Und zack. Läuft doch. So. Das ist das. Dann machen wir uns jetzt hier irgendwo mal hin so ein kleines Erntefeld oder etwas in der Art. Muss ich nochmal kurz gucken hier. Ich müsste hier theoretisch nochmal ein bisschen noch was ausbauen. Soll jetzt nichts Großes, ultra Tolles werden. Einfach nur für ein bisschen Notnahrung. Ne? Und deswegen machen wir das hier mal. Kommt hier... Nicht das, das brauche ich. Machen wir 1, 2, 3, 4. Hier, wo kommt dann der Wasserstrom hin? 1, 2, 3, 4. Das machen wir ruhig so lang hier. Also ruhig 4 mal 4. Oder was ist das? 1, 2, 3, 4. Siehst du schon einer zu viel? Ja, dass wir hier so 16... beziehungsweise 32 Felder haben, die dann halt hier schön bewässert werden oder so. Ja, habe ich schon falsche Erde gesetzt hier. Es ist ja nicht wahr. Null Konzentration hier am Bau. Null Konzentration. So, dann den Koppel hätte ich gerne einmal. Und mit dem Koppel kann ich hier einfach mal so eine kleine Umrandung machen. Einfach nur eine, die keinen größeren Sinn hat. Einfach nur, damit wir hier das Wasser da nicht einfach weiterlaufen lassen. Ich könnte jetzt natürlich auch hier einfach nur den Koppel davor setzen, aber es sieht dann noch kacke aus, als es sowieso schon aussieht. Aber das kriegen wir halt alles noch hin. So. Dann hier mal eine Fackel hin. Und dann brauchen wir Werkzeug. Ohne Werkzeug kann ich hier nicht arbeiten. So, nehme ich aber was ganz günstiges hier. Nehme ich hier so eine Steinhoe. Einmal so. Und wo habe ich denn jetzt die Sticks? Verdammt, wo habe ich denn die Sticks? Ich habe keine Sticks, verdammt. Ist schlecht und ich wollte ohne Holz losziehen. Schlimm. Und ihr hättet nichts dagegen gesagt. Gebt zu. Hättet nichts dagegen gesagt. So. Machen wir uns jetzt hier ein paar Sticks. So, ein Stack reicht erstmal. So. Und dann einmal zack. Und eine Steinhacke. Mit der Steinhacke gehen wir auf unser kleines unterirdisches Feld. Und wo ist denn hier erstmal alles um? Ne? Einmal kurz auf Wasser setzen. Nicht, dass das Feld hier jetzt schon austrocknet. Muss ja auch nicht sein. So, das Ganze hier auch nochmal. Zack, 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 zack. Deswegen hat er nämlich auch die Samen mitgenommen. Ihr erinnert euch vielleicht. Den zweiten Wassereimer kann ich hier auch mal reinsetzen. Dann gleich sieht das hier einigermaßen aus. Kann sein, dass hier in der Mitte ein Knick ist, aber das ist mir jetzt mal egal. Und wieder rein in die gute Stube. Die Samen rausholen und einmal reinpflanzen in das gute Zeug hier. So, da haben wir für den Fall eines Falles, dass uns hier unterirdisch mal das Brot ausgeht, wirklich eine kleine Farm, die jetzt nicht unglaublich groß ist, nicht sehr ergiebig und so, aber die würde uns dann zur Not versorgen mit Zeug. Ne? Und das können wir jetzt hier einfach mal wachsen lassen und uns einen Keks freuen. Ne? Wir haben von der Tuse da so einen Glowstone-Staub bekommen. Ist ja unglaublich. Ja, so kann's sein, du, ne? So kann's sein. So, einmal kurz Inventar leeren und dann können wir jetzt aber wirklich weiter. Wir haben jetzt
Nein, warte. Gleich können wir weiter. Wir machen uns einmal hier noch eine Steinspitzhacke, Eisenspitzhacke. Für alle Fälle. Ne? Nur um ganz sicher zu gehen, dann lege ich hier noch das Eisen wieder rein. Und jetzt können wir aber. Ne? Jetzt ist hier genug rumgehangen. Jetzt versuchen wir nochmal einen schönen Höhlenabschnitt zu finden oder sowas. Habe ich mir jetzt eigentlich hier einen Wegpunkt gesetzt? Warte mal. Wegpunkte. Underground Base. Ja, stimmt. Habe ich mir gesetzt. Okay. Ne? Nur für einen Fall eines Falles, dass ich hier niemals wieder zurückfinde. Ray, was willst denn du jetzt hier? So. Wieder Schwarzpulver. Hey, hat sich doch gelohnt. Hey. Wir müssen hier mal eine Facke reinsetzen, einfach damit hier nichts spawnt. Facken habe ich auch nicht mehr so viele. Wir haben zum Glück Sticks und Kohle dabei. So, was haben wir denn hier oben? Auf jeden Fall... Au. Zombie, der stöhnt, ein Skelett, das schießt. Was will man mehr? So, der ist weg. Und da haben wir eine Fledermaus, die mich jetzt mal nicht erschreckt. Ach, Mensch. Wer hockt denn da und wartet auf sein Mittagessen? Es ist nicht Batman. Es ist Spider-Man. Aber Batman ist erstmal baden gegangen in der Lava. Nicht so schlau von dir, Batman. Hattest du das Anti-Lava-Spray nicht dabei, ja? Dachte ich mir. Okay. Jetzt hier wieder irgendwie rauskommen, das wäre super. Da muss ich mal ganz kurz gucken hier. Wir haben 11 Pflastersteine. Mit den 11 Pflastersteinen kommen wir da über den See. Das wird schlicht. Dann holen wir hier nochmal ein bisschen was aus der Wand. Aber nicht da unbedingt, wo auch so viel Lava im Untergrund ist. Weil ich würde schon gerne wissen, was jetzt da hinten in den, ich nenne es mal Tunnel, noch mit drin ist. Und bei meinem Glück werde ich hier dann verrecken, weil hier irgendwo ein Zombie in der Nähe ist. Er ist über mir. Okay. Gut. Vorsichtig um die Ecke lugen. Und... Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, sterben, sterben. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, sterben, sterben. Sterben. In Massen. Okay. Es gibt hier bestimmt absolut und gar nichts. Außer Gold. Und hier hinten geht es ja noch weiter. Sehr schön. Hat sich ja schon fast gelohnt. Aber wie gesagt, nur fast. So, dann schaffen wir uns hier mal den Weg frei. Eisenschaufel macht den Weg frei. Warum ist Eisen und Kies? Was bist denn du für einer hier, Kollege? Au. 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 Gibt's ja nicht. Billige Skelette von heute, ey. Schießen nicht mal geradeaus. Schießen um die Ecke. Und sonst hat er hier echt nichts. Hat er wirklich die kleine Nische zum Spawnen gehabt? Hier haben wir wieder so eine kleine Lavaschlucht. Könnten wir eigentlich auch begutachten. Aber ich möchte auch gucken, was wir hier sonst noch so haben. Wir sind ja hier auch nach wie vor auf Diamantenlevel. Aber es gibt hier einfach weit und breit keine Diamanten. Man könnte natürlich die Lava abschrüpfen oder sowas. So gucken, ob sich hinter der oder unter der Lava was befindet an Diamanten. Aber das ist mir dann doch irgendwie ein bisschen zu viel Arbeit. Muss ich ja ehrlich gestehen. Ich denke manchmal, ich sehe Dinge. Dann bilde ich sie mir nur ein. So, machen wir mal Koppel hin, genau. Dennoch ist es erläutert und mal ganz kurz hier die Fackeln zusammenbauen. So ungefähr ein Stack würde reichen. Fürs Erste. Hallo. Kommen wir denn hier hin? In keine Sackgasse. Noch nicht. Oh, Gold. Sehr schön. Das nehme ich doch gerne mit, du. Das nehme ich doch gerne mit. Und zum Glück passiert es hier in den Höhlen nicht so oft, dass hinter so einer Wand so einfach mal Lava ist.
Natürlich kommt es vor, aber doch eher seltener, habe ich das Gefühl. Vorsichtshalber mal so ein Brötchen essen. Ja, man weiß ja nie, was einen hier so sonst noch so erwartet. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch hier in diese kleine Lavaschlucht. Boah, hier hinter. Was auch immer hier noch war. Ach ja, stimmt, hier war einmal nichts. Einmal nichts ist auch immer gut. Da muss ich mir um nichts Gedanken machen. Und hier jetzt langsam, aber sicher, in die Dunkelheit. Ja, aber nicht zu weit. Nee, nee, nicht zu weit, du. Ne, wir wollen ja nicht zu bestürzen. So. Ach du Kacke, da fliegt die Fledermaus da durch. Das gefällt mir gar nicht, hier ist ja alles offen. Komm. Das wird jetzt lustig. Nicht, dass ich hier in die Lava geschubst werde oder sowas. Aus Lapis Lazuli. Das holen wir uns auch gleich. Mit der richtigen Spitzhacke. Komm, ich zeig dir eine richtige Spitzhacke. Ja, der neue Spruch von irgendwelchen Pädophilen, die dann nicht mit Häschen locken, sondern mit echten Minecraft-Spitzhacken. Weil angeblich Minecraft nur von Kiddies gespielt wird. Laut einigen Experten. Ne, die mir dann in den Kommentaren schreiben, hey, Minecraft ist nur was für Kiddies. Ja, solche Penner gibt's wirklich. Aber gut, wenn das deren Meinung ist, ne? Wir sind ja meinungstolerant. Hin und wieder. Wenn das Kino überdacht ist. Und wenn 42 gerade ist. Hier geht's ganz schön weit nach oben. Dafür, dass hier wahrscheinlich nichts ist. Tatsache, hier ist nichts. Wow. Hat sich jetzt voll gelohnt, hier der Aufstieg. Aber wenigstens ist es hier jetzt einigermaßen sicher. Oh, was sehe ich in meine Augen? Was? Oh, da unten sind noch mehr. Geil. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter dicht hier. Einfach, weil es kann. So, gucken wir hier mal in die Nische. Mit einer Fackel. Immer steht's voran. Kleiner Lavasee. Machen wir den auch mal dicht. Man weiß ja nie. Ach du Kacke. Was haben wir denn hier wieder entdeckt? Und was haben wir hier? Aber nichts. Okay. Aber nichts ist immer gut. Komm, gib. Nein, nicht wieder austrunnen hier. Was haben wir denn hier? Alles Schönes. Was war das Lazuli? Ach, hier sind wir. Ah, okay. Na, dann gucke ich hier doch gerne nochmal nach, ob hier noch irgendwas Wertvolles rumlungert. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt Viecher auf Obsidian spawnen, aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die Viecher, die wir jetzt bisher getötet haben, sind immer runtergefallen von irgendwo und nicht auf Obsidian gespawnt. Das wäre ja dann an sich schon nicht verkehrt. Aber wer weiß das schon genau. Ich weiß, dass wir nicht aufs Wasser spawnen. Okay, hier auch nochmal dicht machen. Und was haben wir hier? Haben wir hier irgendwo mal Diamanten, außer da hinten in der Schlucht? Das wäre mal nett. Aber hier müssen wir auch jetzt nicht so viel Angst haben, wenn hier tatsächlich mal ein Creeper spawnt oder sowas. Der kann ja dann ruhig in die Luft fliegen. Wir sind ja auf Obsidian. Das geht nicht durch eine Sprengung kaputt. So, da hinten waren wir mal, da hat uns ja die Hexe irgendwie so ein bisschen angehauen und sowas. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns, mein Gott, Mammut kriegt die Fresse auseinander. Ist doch wahr. Gut. Wir nähern uns den Diamanten. Auf eine feige Mammut-Taktik. Das scheint echt, als ob hier nichts spawnt auf Obsidian. Aber es scheint bisher nur so, weil im Moment es auch generell sehr ruhig ist. Ändert sich bestimmt bald.